herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im RP-Projekt Real Farming Meets Reality. Mit dabei ist heute wieder Volker Varuna, aka Varuna LP. Moinsen und herzlich willkommen. Ja. So. Ja. Wo haben wir denn stehen geblieben? Ja, ist schon eine Weilchen her, gell? 2 Wochen jetzt seit der letzten Aufnahmesession. Da kann man schon mal was vergessen. Du hast mir hier geholfen, die Bäume zu entasten. Und die Bäume zu fällen, bei denen die Markierungen dran sind. Ah, ja, genau. Also da können wir gerade mal weitermachen. Ja. Oh, halt, nee, da habe ich schon. So, ich hoffe, die letzten 2 Wochen habt ihr ordentlich Folgen geschaut. Es kam ja jeden Tag eine neue vom Let's Play hier. Und... ja, habt hoffentlich auch beim Jürgen reingeschaut. Und meine hoffentlich beim Varuna. Jo. So, ich muss jetzt dann gleich mal noch mit dem Sepp telefonieren. Der ist nämlich wieder da. Der kriegt noch Geld von mir. Mhm. Mach das. Ich fäll hier ein bisschen weiter, ne? Jo, die markierten halt. Achtung, da rutscht ein Baum runter, pass auf. Okay, ja. Hat frühzeitig angehalten. So, gut. Ich gehe mal kurz telefonieren. Jojo. Hallo. Hallo, Sepp. So, du, wie war dein Urlaub? Ja, gut. Warst du eine Weile nicht da? Ja, sehr erholsam war. Na, perfekt. Du, ich habe dir, ich glaube, 4 Ladungen Holz weggefahren in der Zeit, wo du nicht da warst. Ja. Da habe ich 220.600 rausgekriegt. Boah, ist sehr viel. Ja, mein Kontostand sieht im Moment gut aus. Ja, aber nicht mal lang, glaube ich. Ja, was kriegst du? Also, ich soll ich dir alles schicken oder was machen wir hier? Ja, ich würde sagen, du hast ja bei mir Baumstümpfe entfernt und weggeliefert. Ja. Ich würde sagen, du kriegst da 30.000. Ist das für dich okay? 30.000 passt. Dann schicke ich dir 190.000 rüber. Ja, genau. Okay. Super. Gut, dann danke ich schön. Okay. Und wenn du noch Holz zum Abfahren hast, da gibt's Bescheid, gell? Ich habe inzwischen auch einen LKW. Ja. Ich hab echt. Ja, ich habe einen LKW selber jetzt. Ja. Also, es ist nur ein bisschen was da. Du kannst nur einmal kommen. Oder warte mal, ich glaube, ich muss mal den Hans-Peter anrufen. Ich glaube, das war der Vorführwagen. Ja. Okay, ich kümmere mich drum. Ja, passt. Gut, bis dann. Ciao. Bis dann. Bitte. So, warte mal, jetzt muss ich den hier noch anrufen. Wie es in Ihrem Urlaub war. Scheiße, scheiße, scheiße. Hallo? Hallo, Herr Bürgermeister. Ja, Strombiger, bis später. Ja? Sie wollten, dass ich Sie anrufe. Ja, und zwar, Sie haben ja gesagt, dass der Wald, also Sie wissen hoffentlich, welcher Wald, in dem Sie zurzeit Ihre Arbeit verrichten da. Ja, reden Sie weiter. Dass der Wald in einem schlechten Zustand ist, beziehungsweise ob ich da mal kurz vorbeifahren könnte und das mir auch mal zeigen lassen könnte. Ja, kommen Sie vorbei. Okay. Achten Sie drauf, dass Sie Ihren Schutzhelm mitbringen. Ja, der ist immer im Auto. Irgendwo. Weil der Jürgen fällt noch hier mit mir Bäume. Okay. Gut. Dann lass ich aber vielleicht die Ecken, wo es noch nicht gemacht wurde. Oder sind sie eh noch am Anfang? Wir sind jetzt schon fast durch mit den markierten Stämmen. Okay. Und haben sie auch schon alle Bäume weg oder sind da noch ein paar? Die liegen auf dem Boden. Können sie noch begutachten. Okay. Okay, dann bis. Ich bin, glaube ich, schon gleich da. Gut. Wie gesagt, ciao. Vorsichtig. Ja. Ciao. Scheiße, scheiße. Ciao. Jürgen. Ja. Jürgen. Pass auf, der Bürgermeister kommt gleich. Oh, Scheiße. Der hat wieder irgendeine Scheiße vor. Das Verstecken schnell. Ich habe gesagt, dass wir hier sind. Aber der will die Bäume angucken. Also ich weiß zwar nicht, was er da will, aber wir werden dem... Will der die noch prüfen oder was? Ja, anscheinend. Okay, guck mal, hier der Baum, da müssen wir mal aufpassen. Der ist, jo, will da, irgendwie nicht fallen. Da hole ich mal meine Seilwinde dann. Ja.
Okay, gut, also weißt du Bescheid. Ja. Dann gut Holz. Jo. Mal hier noch ein. So. Vielleicht können wir auch so einen Baum in dem seine Richtung werfen. Ich glaube, das waren alle, oder? Hier in der Ecke hier unten. Hier oben steht auch. Sieht gut aus, nee. Soweit. Soll ich deinen Traktor gerade holen mit der Seilwinde? Ja, kannst du machen. Die Seilwinde müsste aber, glaube ich, daheim stehen. Ja, gibst du mir gerade die Schlüssel noch? Wo hast du die nicht mehr? Weiß ich gar nicht. Doch, hast du noch. Warte, ich kram mal in der Hosentasche. Ah ja, hier habe ich noch den Schlüssel. Danke dir. Oh, ich habe gerade eine SMS gekriegt. Hast du die auch gekriegt? Die Messe startet heute. Es gibt auch Eintritt. 500 pro Person. Also, wie muss ich ihn überweisen? Ja, das ist eine gute Frage. Hallo? Hallo? Oh, hallo? Hallo. Ich bin da. Ne, ihren Helm haben sie aber nicht auf. Scheiße, ich geh nochmal schnell zurück. Bin sofort wieder da. Hätten jetzt hier geschossen. Keine Ahnung. Eigentlich ist hier keiner unterwegs. Ah, warte mal, Volker. Ja. Was ist das, Alter? Ich komm auch rüber mit dem Traktor. Wir haben da vorne doch das Ding dran. Ja, aber pass auf, dass er nicht gegen den Traktor fällt. Nee, nee. So. Ich pass schon auf. So. Hä? Ah. Welcher Baum war das denn? So, was wollen Sie denn jetzt, Herr Reinhardt? Und zwar wollte ich mal schauen mit dem Wald. Es sieht schon sehr dicht aus. Ja, hier oben geht's jetzt schon. Da haben wir schon einiges weggemacht. Was ist? Der ist dicht? Ja. Du bist dicht? Ja, dann raus schnell hier, ne? Vor nee, ich guck mir den Wald an, ja. Hier sieht man, wir haben so ein bisschen frei gemacht. Aber... Jo, Baumfeld! Glaub ihn schon... Oh, alles gut, glaub ja. Glaub ihn schon, dass der Wald hier... dringend mal geputzt... aussortiert müsste. Ach so, und wegen der Regel, dass der Baum nachgepflanzt werden muss. Oder alle zwei Bäume. Oh, lalalala. Ja? Das trifft jetzt hier, weil das ein Wald ist, der... quasi überbesetzt war, nicht zu. Das heißt, die müssen nicht nachgepflanzt werden. Ja, ist sinnvoll, weil sonst würden wir ja entgegenarbeiten. Ja, also wir sollten den Wald jetzt mal, keine Ahnung, so 4-5 Jahre einfach so lassen, wie er ist. Hm? Mal gucken, ob er wild einfach wieder nachwächst. Und wenn das so ist, dann passt's ja. Ja. Wenn dann die Begehung immer noch ergibt, dass man da nochmal was nachpflanzen sollte, dann, weil die Erosion zu groß ist, dann können wir das immer noch machen. Ja. Nee, das passt schon so. Okay. Gut. Super. Gut, das war auch alles, was ich wissen wollte. Das mit den 30% und allem wäre ja geklärt. Welche ja. 30%? Ja, die bekommen 30% für das Bäume wegfahren. Von dem Gewinn von der Bäume. Ach ja, stimmt, ja. Stimmt. Oder passt. Waren das weniger? Ich dachte eigentlich, das waren 40. Nein. Okay. Nee, gut, dann passt's. Okay, dann bis vielleicht. Wann jo. War das Fest? Um 16 Uhr, wenn sie die SMS auch gekriegt haben. Ach, 20 Minuten, nee. Ich finde das komisch. Da muss man das doppelt überweisen an den Herrn Knoll und an den Peter oder wie? Keine Ahnung. Zahlen Sie im Kino auch zweimal Eintritt? Nee. Na, sehen Sie. Also kann ich mir aussuchen, an wen ich es überweise. Ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht klären Sie das vorher, sonst müsste vielleicht doch doppelt überweisen. Ja, das kläre ich mal ab. Okay. Dann ciao. Gut, bis dann. Ciao. Tschüss. So. So, Jürgen. Was denn für einer? Wolltest du den noch lumpen, wa? Nein, man kann es ja mal probieren. Oh, hast du jetzt auch geschnitten? Nee, oder? Nee.
der gleichen Stelle. Das nennt sich Teamwork. Warte, schneid du. Oh, hier noch einmal. Jo. Ich muss jetzt nochmal. Wolltest du den noch lumpen oder was? Ich wollte gucken, vielleicht. Manchmal ist ja gut, wenn man ein bisschen mehr rausholen kann. Klar. Aber er wollte ja leider nicht. So, warte mal, der hier ist schon. Hast du die unten auch schon gesägt? Die zwei. Dann sägen wir die zwei noch, dann ist ja alles fertig. Dann müssen wir uns nur um den Abtransport kümmern. Welche machst du? Den oberen. Ich mach den oberen. Beim Abtransport kann ich sonst auch noch helfen, falls der Harry keine Zeit hat, ne? Ne, der Harry ist gerade, ich weiß gar nicht. Der ist irgendwie verschollen. Hat der nicht Fortbildung oder so? Es könnte sein, aber ich weiß nicht. Der hat mir irgendwas die Tage mal erzählt. Ach so, ja, das, wenn das so ist, dann ich kann dir auf jeden Fall helfen, weil wir haben, meine ich, nämlich ein LKW, also auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben auch einen Borstanhänger. Ah, guck mal, da haben wir noch ein paar Haufen Bäume vergessen. Ja, auch eine Alte. Ja. Oh, da geht es aber hoch, ey. Oh. Ich fahre mit dem Steier. Ja, mach das mal so. Mal ausprobieren. Wie geht das denn? Weißt du das? Was? Weißt du, wie das geht? Wie was geht? Das Gerät da vorne. Ja, mit dem Joystick ganz normal anmachen. So wie du jede Maschine anmachst. Und dann einfach vorne ranfahren an den Baum? Ja, und absenken. Ah, okay. Wie ich mal aus. Ja. Hab ich noch nie getestet, das Ding. Ja. Ist ganz praktisch. Ich lauf mal. Komm mal erst zu dem hier hinten. An den da hinten, okay. Der kann es also auch von der anderen Seite. Der Steier kann aber auch schon ganz schön viel, ne? Komm von hier durch und dann fährst du einfach mal ran. Also gut, dass du den Steier hast. Ey, mein 1050 wäre hier nicht durchgekommen. Nee, der Steier ist ein guter Forsttraktor, muss man echt sagen. Der ist schön klein und wendig. Also, jetzt machst du absenken. Ja, und dann? Anschalten. Und dann gibst du ein bisschen Gas. Und dann kannst du auch mit dem rechten. Ja, genau. Aha. Muss nur aufpassen, manchmal verkeilt sich's vorne ein bisschen, dann hebt's die Hinterachse hoch. Okay. Das ist ja cool, das Teil. Hab ich noch nie mitbekommen. Ja, das ist. Ganz, dass es sowas gibt. Sehr praktisch. Ich habe mal eine Challenge gemacht gegen so einen. Ja. Da habe ich das auch benutzt. Da kannst du die Bäume wegratzen, wie nix. Du kannst weiter sägen. Ja. Zeit ist Geld, Jung. Wir haben 16 Uhr. Ja, die Messe macht ja jetzt auf, also. Also. Wann geht die? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das soll eigentlich eine Woche gehen. Also die ganze Woche soll die sein. Aber vielleicht. Danach. Eine Wurzfarm. Vielleicht gucken wir mal, ob wir doch direkt drüber latschen. Wenn wir laufen, können wir auch ein bisschen was trinken. Ja. Glaube ich, ich bin auch mit dem Auto hier, glaube ich, ne? Mit dem roten. Oh ja, kann sein. Mach mal gerade weiter, ich guck mal, ob ich das da hab. Glaub, wenn ich mit dem Auto nämlich da bin, dann habe ich nämlich noch einen Kasten Bier dabei. Können wir vorglühen. Hehehe. Alles weggeschickt. Hallo? Hallo? Ja? Hallo? Wer ist denn da? Hä? So? Harry. Ah, Harry, hast du angerufen gerade? Harry? Ja? Ah, hallo. Ja? Mein Telefon spinnt gerade ein bisschen. Ich bin im Wald. Ja. Ich ruf dich so in 2-3 Minuten zurück. Jo. Gut, bis gleich. Bis gleich.
Du, der Harry hat gerade angerufen. Mein Auto? Hä? War mir sicher, dass ich mit dem Auto hier bin. Ja, das, ich meine auch, dass du hier warst mit dem Auto. Vielleicht hat's der Bürgermeister mitgenommen. Ruf den Typen jetzt mal an. Oder er hat's abschleppen lassen. Zumachen das Ding davon, oder? Dann geht das nicht weiter zu. Achso, Mathe. Falsche Richtung. Ah, jetzt. Qualität von Steuer, ja. Hm. Der hat das nicht mitgenommen. Mich? Okay, ich würde sagen, du kannst ja einfach den Tatra nehmen. Okay. Und dann machen wir uns auf den Weg. Aber vielleicht treffen wir uns dort auf eine Bockwurst. Anhänger hier lassen oder mitnehmen direkt? Mhm. Verkaufen fahren. Na, verkaufen kannst du ja nur am Sägewerk. Das ist in die andere Richtung. Lass ihn mal hier. Okay. Bist du besser unterwegs. Ich würde sagen, ich mache mal kurz Mittag. Und dann treffen wir uns bei der Messe. Ja. Machen wir so. Okay. Gut. Also, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut gerne bei dem Jürgen RaceX Dark RaceX YouTube vorbei. Ich habe zu viel Gas hier. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.